Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Stimmenbruch-Wundertüte von Battleboy Basti. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch den Link zum Album und zur Wundertüte findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Stimmenbruch von Battleboy Basti, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder ein Release aus dem Bereich Deutschrap. Und wie wir direkt erkennen können, handelt es sich hier nicht um einen Bundle und auch nicht um einen Box, sondern um ein sehr ungewöhnliches Format, und zwar um eine Wundertüte. Jawohl, so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier oben diverse Farbbalken, dann hier in roter und weißer Schrift Battleboy Basti zu lesen, Wundertüte lesen wir da rechts, und genau diesen haben wir dann hier abgebildet, Battleboy Basti hier vor einem... ja, Globus von einer Weltkugel, seine Brille, sein Teddy, alles mögliche hier, Elemente, ein Mikrofon, das hier durch die Gegend fliegt. Auf der Seite in Rot gehalten, auf der anderen Seite ebenso in Rot. Hier oben lesen wir dann Battleboy Basti, dann haben wir einmal die Facebook-Adresse und einmal die YouTube-Adresse von Battleboy Basti aufgelistet. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Ja, ich weiß nicht, manche von euch kennen ja vielleicht noch Wundertüten, also ich zum Beispiel damals so aus Mickey Mouse oder Donald Duck Disney Zeiten oder vielleicht auch noch irgendwie beim McDonald's, damals gab es ja Happy Meals, die wurden ja auch in solchen, ja, mehr oder weniger Tüten präsentiert. Das Ganze ist dann hier oben zu öffnen und wir werden mal hineinschauen, das Ganze einfach hier mal aufschneiden und dann schauen wir mal hinein. Also, wir haben hier einmal ein Poster, das Album, eine Bonus-EP, die Instrumentals zum Album, einen Sticker und eine Karte, eine Brille, ein T-Shirt. So, jetzt ist die Box leer. Wir packen die Box, sage ich schon, die Wundertüte mal zur Seite. So, also jede Menge Inhalt hier mit dabei. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So, alles mal weg. Jawohl. Also, so sieht das aus. Battleboy Basti Stimmenbruch lesen wir hier in Weiß und Türkis. Dann haben wir auch Battleboy Basti abgebildet, wobei das Cover hier etwas verstörend ist, denn dieser und dieser Balken hier in einer anderen Färbung und auch mit einem anderen Gesicht versehen sind. Also wir haben hier einmal mit Brille, einmal ohne, einmal mit regulärem Gesichtsausdruck und einmal mit dem, ja, ich kann es nicht anders sagen, mit dem spastischen Gesichtsausdruck von Battleboy Basti. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase, hier auf der Seite in Pink. Dann lesen wir hier auch wieder den Interpreten plus den Albumtitel, Katalognummer, okay. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 17 Tracks an der Zahl, Features von Alligator, Masimoto, 257ers, Boga und Egoland. Dann die Credits und ein Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick in das Innenleben. So, wir haben hier ein sehr dünnes Booklet. Es ist einfach auf zwei Seiten hier reduziert. Wir haben hier einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat die geschrieben, wer hat produziert, wer wurde gefeatured. Hier genauso. Und dann haben wir hier Battleboy Basti, der hier seinen, ja, der hier sein alter Ego im Bett vorfindet. So sieht das aus. Danksagung. Ich danke dir, dem Käufer meines Albums, denn bei all den Leuten, die an diesem Album mitgewirkt haben, kann ich mich persönlich bedanken. Also, vielen lieben Dank, dass du mein Album gekauft hast. Ja, habe ich gern gemacht. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. Also, ein Auge in Nahaufnahme. Wahrscheinlich eines vom Battleboy. Auf der Rückseite auch nochmal. Okay, ja, sehr verstörend.
ansonsten hier in Pink gehalten. So viel zum Album, aber damit nicht genug. Wir haben auch noch weitere Inhalte. Und zwar haben wir hier einmal eine Bonus-EP. Und zwar lesen wir hier Battle Boy, wobei Battle hier durchgestrichen ist. Und das Ganze ist dann auf Metal Boy ausgebessert. Und es sieht auch schon ein bisschen nach härterer Musik aus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Tracks, die eben in der Metal-Variante sind. Bedeutet, der Battle Boy beginnt hier auf einmal etwas herumzuschreien, etwas lauter zu schreien und die Tracks sind auch von den Beats her eher rockiger, eher metaliger. Sehr schönes Wort. So, sieht dann die CD aus. Und damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite Papphülle. Und die sieht dann so aus. Also Battle Boy Basti instrumental. Wie das Cover, nur eben hier dann der Schatten und nicht der Interpret an sich. Und was mich besonders freut, wir haben hier nicht nur die Tracks des Albums auf dieser Instrumental-CD, sondern wir haben auch noch hier Du bist gefeuert, Krebs, Lass uns Freunde sein, Poker und Schlachtplan. Also die 5 Tracks der Bonus-EP haben sie auch noch drauf geschafft, in die Instrumental-Version mit reinzukommen. Sehr gut. Jawohl. Auch wieder in der Papphülle. Dann haben wir eine Karte, wenn ich der Beschreibung dieser Box, dieser Tüte Glauben schenken darf, dann hätte dies eigentlich eine Autogrammkarte sein sollen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur meine betrifft oder ob die generell nicht unterschrieben wurde, aber wie man sehen kann, ist meine nicht unterschrieben. Ich hoffe mal, dass eure unterschrieben ist oder wenn es wirklich so war, dass sie generell nicht unterschrieben wurden, dann umso schlimmer. Was lesen wir hier? Ein Labyrinth. Löse das Labyrinth und gewinne einen exklusiven Battleboy Basti Traumpreis. Startziel. Okay. Einfach korrekte Lösung schicken an facebook.com/bbbasti. Alles klar. Also ich glaube, nach mittlerweile 4 Jahren ist das nicht mehr ernst zu nehmen und ich kann mir es sparen, dieses Labyrinth zu lösen. Dann haben wir das hier dabei. Das ist, wenn ich es richtig deute, ja, dürfte ein Sticker sein in so einer Metalloptik, in so einer Chromoptik. Hier haben wir 4 verschiedene Fotos vom Battle Boy und dann lesen wir in der Mitte Battle Boy Basti und diese rote Brille, die ja charakteristisch ist für den guten Mann. Dann haben wir mit dabei ein Poster und das sieht so aus. Also, hier unten lesen wir wieder Battle Boy Basti. Und genau dieser ist dann hier abgebildet, scheinbar mit türkiser Fingerfarbe bemalt, hat sich auch noch einen wunderschönen Hut gebastelt und in der linken Hand, was ist das, ein Brieföffner, ein Messer, ein Schraubenzieher, sieht nach Schraubenzieher aus. Ja, also dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen. Vom Format her dürfte das sein A3 und ist, wie ihr sehen könnt, einseitig bedruckt und im Hochformat. Dann haben wir als besonderes Highlight die Brille mit dabei. Und zwar so eine Brille, wie sie der Interpret des Öfteren trägt. Ja, also auch wenn man regulär vielleicht ganz normal oder ich sag mal intelligent aussieht, mit dieser Brille schafft es wirklich jeder Mensch wie ein Vollidiot auszusehen. Ja, spare ich jetzt den Anblick, wie ich mit dieser Brille aussehe, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich bin generell kein Brillenträger oder habe generell keine Kontaktlinsen oder sonstige Gebrechen, was meine Sehkraft angeht. Und ich muss sagen, dass auch wenn diese Brille keine Dioptrien hat, aber hier an der Seite ist das hier so abgeschliffen. Und dann hat man hier eben so etwas, ein verfälschtes Sichtfeld. Und ich muss die Brille wieder abnehmen, denn sie bereitet mir nach kurzer Zeit schon Kopfschmerzen. Also, wenn ihr die tragen könnt, Respekt, ich bin dafür nicht geeignet, mir macht das echt Kopfweh. So, und als letzten Boxinhalt haben wir, wieso sage ich immer Box, als letzten Töteninhalt haben wir ein Shirt. Und zwar ist dieses weiß gehalten. Hier auf der linken Seite, im linken Brustbereich, lesen wir einmal den Albumtitel hier in rosa, beziehungsweise rosa-pink. Und darunter haben wir dann wieder den Battle Boy abgebildet, inklusive Schriftzug. So sieht das aus. Er hält hier die Hände
Vielleicht erkennt man das ja an seiner Halskrause. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. 100% Baumwolle und das Ganze ist, wo haben wir es hier, Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Wundertüte befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir diese wunderbare Brille hier. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann ebenfalls im Hochformat dieser Sticker, ungefähr Postkartengröße. Dann diese vermeintliche Autogrammkarte inklusive Labyrinth. Die Bonus-EP Metal Boy mit 5 Tracks. Die Instrumentals zum Album und zur EP. Sowie natürlich das Album an sich, Stimmenbruch, mit insgesamt 17 Tracks. Es ist das zweite Soloalbum von Metal Boy Basti. Das alles in dieser wunderbaren Wundertüte. Stimmenbruch von Battleboy Basti. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Wundertüte? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Battleboy Basti unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.